Am Wort ist Eva-Maria Himmelbauer, Innovationssprecherin ÖVP. Mit dem heutigen Beschluss wollen wir die Grundlagen und die angewandte Forschung stärken, indem wir mehr Mittel, finanzielle Mittel, mehr Geld für Programme und Initiativen unserer Forschungsförderungsagenturen, für die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, für die Christian-Doppler-Gesellschaft, für die ÖAW zur Verfügung stellen. Damit wird auch ein wichtiger Punkt aus dem Forschungspaket der Regierung aus dem letzten Jahr, wie vereinbart, auch umgesetzt. Und das wird notwendig, weil die Mittel der Nationalstiftung, des ERP-Fonds und des Österreichsfonds vor allem in den letzten Jahren starken Schwankungen unterlegen sind. Schwankungen hinsichtlich ihrer Zinserträge, die dazu geführt haben, dass dotiert worden ist in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro, aber auch dem Tiefstand von 36 Millionen Euro. Nichtsdestotrotz, erfreulicherweise, seit 2004 wurde in diesem Rahmen über 1 Milliarde ausgeschüttet für Forschungszwecke. Und ich glaube, das zeigt auch, wie wesentlich dieser finanzielle Beitrag ist für die Forschung und Innovation in Österreich. Und Forschung und Innovation ist für die volkswirtschaftliche Entwicklung, aber auch die gesellschaftliche Entwicklung, das gesellschaftliche Fortkommen wesentlich. Und gerade in dieser Legislaturperiode, in den letzten Jahren, haben beide Ministerien wesentlich in Forschungseinrichtungen, in die Infrastruktur, aber auch in die Forschenden selbst investiert. Diese Anstrengung trägt auch Früchte. Nicht zuletzt sind wir, wenn wir Europa anschauen, haben wir die zweithöchste Forschungsquote. Und erfreulicherweise, erst vor ein paar Tagen ist bekannt geworden, sind wir auch vorgerückt auf den Platz 7 im European Innovation Scoreboard. Somit gehören wir auch zur Gruppe der starken Innovatoren. Wir wissen aber auch, dass andere Länder ihre Forschungs- und Innovationsaktivitäten weiter ausbauen. Deshalb darf es auch und muss es auch in unserem Interesse sein, dass wir weiterhin Anstrengungen forcieren, um auch zum Innovation Leader aufzusteigen. Und heute wurde, und da danke auch an den Finanzausschuss, zum einen schon die Forschungsprämie, die Erhöhung der Forschungsprämie beschlossen auf 14%. Und wir setzen heute auch ein wichtiges Zeichen, einen wichtigen Schritt in der finanziellen Ausstattung, wenn es darum geht, 300 Millionen Euro für die nächsten 3 Jahre zusätzlich über die Nationalstiftung auszuschütten. Und damit erzielen wir auch einen Höchststand, wenn es um diese Mittel geht. Ich glaube, dieses Geld ist gut investiert und daher bitte ich um breite Zustimmung. Dankeschön. Eva-Maria Himmelbauer war das, Innovationssprecherin der ÖVP.